Hallo, ihr Margherite Dawsons und Trashfilmfreunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Trashothek Movie Minutes. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder oder immer noch, wer weiß es, im Filmsyndikat in Düsseldorf. Ja. Wer weiß das schon? Und der Thorsten hat uns was ganz Besonderes mitgebracht. Ihr seht, es ist alleine wahrscheinlich nicht gut genug gewesen. Wir haben zwei Filme direkt mit drin. Der Thorsten murmelte sogar was von vier Filmen. Und es geht, wie er andeutet, es um Antonio Margheriti, der sich ab und zu auch gerne mal anders nannte. Anthony M. Dawson. Ja, aber ich finde, wie wir es gerade so schön anmoderiert haben, das hört sich nach einem Cocktail an. Bringst du uns noch so zwei? Genau. So Dawson Margheritis. Genau, ja, es ist wie ein Cocktailname. Ja, ja, super. So sind auch die Filme ein bisschen. Ja, es ist wie ein Kessel buntes, ein knalliger, bunter Cocktail. Wenn man zu viel davon trinkt, hat man hinterher am nächsten Tag Kopfschmerzen. Mhm. Aber man schafft durchaus zwei Filme an einem Abend. Und zwar handelt es sich hier, jetzt dreht es sich gerade mal wieder nicht so, wie sein sollte, um den Film Orion 3000, Raumfahrt des Grauens. Halt ihn doch mal genau. Ja. Orion 3000, Raumfahrt des Grauens. Todesmutige Astronauten in der Unendlichkeit des Weltalls. Und Dämonen aus dem All. Jawohl. Jawohl, beide sind in den Jahren 66 und 67 des letzten Jahrhunderts entstanden. Jawohl. Italienische, knallige, bunte Raumfahrtfilme. Diese beiden Filme gehören zu einer sogenannten Quadrologie, und zwar zu der Gamma Uno Quadrologie von Anthony M. Dawson alias Antonio Margheriti. Und da gab es dann noch den Film Tödliche Nebel, den wir jetzt gerade nicht griffbereit haben, und ich glaube noch Raumschiff Alpha oder sowas. Die gibt es beide übrigens auch auf DVD. Aber wir beschäftigen uns heute ganz kurz und knackig mit diesen beiden wunderbaren Blu-ray-Neuveröffentlichungen aus dem Hause CMV Laservision, die momentan alles tun, um uns Trash-Fans glücklich zu machen. Weil es gibt wunderbare Veröffentlichungen auf Blu-ray in bester Bildqualität und es macht wirklich, wirklich Spaß. Achtung, los! Eine Gruppe tollkühner Raumfahrer ist entschlossen, den letzten Einsatz zu wagen, um eine kosmische Katastrophe zu verhindern, die den Untergang der Welt bedeuten würde. Die Antimaterienwaffe klar? Wenn du sie zum Einsatz bringst, gehen die Jungs drauf. Ich habe Klarmachen befohlen. Holen Sie von General Norton Genehmigung zum Einsatz der Antimateriebombe ein. Mit Antimateriewaffen gegen kosmische Kräfte. Arrat! Hilf mir doch! Bring die Zinnkapsel! Was gibt's vordergründig zuerst zu diesen Filmen zu sagen? Zum einen, der Regisseur ist Antonio Margheriti, der sich gerne Antonio M. Dawson nennt. Und genauso, finde ich, genauso ein bisschen... Es sind auch diese Filme, denn sie versuchen auf der einen Seite mit dem Science-Fiction-Thema so richtig so wie ein amerikanischer Film. Ich meine, sind jetzt vor Star Trek, aber hinterher so dabei, dass da wirklich was Amerikanisches zu schaffen. Ja, ja. Deswegen hat man ja auch hier ab und zu mal so geguckt, dass der Hauptdarsteller so ein bisschen amerikanisch aussieht oder vielleicht Amerikaner sogar ist. Nein. Er heißt zwar Rod Jackson, Commander oder Captain Rod Jackson, aber in Wirklichkeit ist es Giancomo Rossi Stewart. Da war halt der Wunschvater des Gedankens. Ja. Und auf der anderen Seite kann der halt so seine italienische Abstammung, auch wenn man da so Poolszenen sieht oder so, wo dann da hinten so schönste toskanische Landschaften sind, seine ureigens die italienische Abstammung nicht verleugnen. Insofern ist das wirklich sehr passend. Ja, nur ganz kurz auf die Handlung, nur mal so als Beispiel. Es gibt ja diese vier Filme, diese beiden hier, die Handlungen sind immer sehr ähnlich. Jetzt bei Orion 3000 ist es so, dass Naturkatastrophen den Erdball verwüsten überall und alle wundern sich, wo das plötzlich so herkommt. Und dann wird die Ursache, sieht man dann plötzlich, stellt man fest, da rast ein Planet auf die Erde zu. Und das könnte daran liegen, dass dieser Planet sozusagen dafür sorgt, dass auf der Erde die ganzen Katastrophen stattfinden. Und dann wird natürlich Commander Rod Jackson losgeschickt mit seinem Team, seiner Crew. Die sollen diesen Planeten, diesen heranrasenden Planeten erkunden und stellen dann fest, dass dieser Planet gar kein Planet ist, sondern ein riesiges, durchs Weltall fliegendes Gehirn. Eine monumentale Zukunftsvision. Die gespenstische Wirklichkeit von morgen. Orion 3000. Raumfahrt des Grauens. Und ungefähr da hört es dann auch schon auf. Und das ist auch genau das, was die Filme so liebenswert macht. Also erstmal hat man eine wunderbare, knallbunte Kulisse, wunderschöne Pappkulissen. Genau, nicht so hochwertig, man sieht. Es macht Spaß. Raumschiffe wie aus Überraschungseiern mit Bunsenbrennerantrieben. Und es macht einfach Spaß. Jeder zeigt einfach die Spaß. Fäden und dass der Scheißdreck, der runterfällt, das sieht man auch, dass es Pappe ist. Ja, diese knallbunten Geschichten, all das macht super Spaß. Selbst
selbst der mit nur einem Gesichtsausdruck behaftete Hauptdarsteller, der gerade schon erwähnt wurde, Giancarlo Rossi Stuart, dieser Mann hat eigentlich null Talent und dafür hat das doch immerhin auf 92 Filme gebracht. Ja, lecken. Und das mit einem Gesichtsausdruck. Hat in vielen Spaghetti-Western und Sandalenfilmen mitgespielt, einigen Kriegsfilmen von Umberto Lenzi. Ja, und ist wirklich, und bei Last Man on Earth mit Vincent Price hat er auch mitgespielt, unter anderem, dem Klassiker. Aber 92 Credits und der Typ ist echt, ich habe selten einen schlechteren Schauspieler gesehen. Wir müssen jetzt dringend irgendwas tun. Und dann kommt irgendeine Frau, aber wir müssen doch das tun. Stören Sie mich nicht in meinen wichtigen Unterweisungen hier. Wir müssen jetzt was tun. Also los, Lieutenant, geben Sie den Befehl durch. Unchiffriert. Unchiffriert? Fragen Sie nicht so dämlich, unchiffriert. Aber es war doch eine Verschlüsselung. Kein Wort mehr, Lieutenant. Also ich hätte auch die Chance auf eine Hauptrolle in diesem Film gehabt. Also mit am besten gefällt mir, wenn man das so ein bisschen romantisch sehen möchte, diese Schnitte zwischen Kulisse, zwischen Science-Fiction-Kulisse, die dann auch wirklich sehr, sehr nach heutigem Maßstab natürlich sehr, sehr seltsam anzuschauen sind. Und dann irgendwas, was draußen stattfindet, an einem Pool mit Mädchen. Das hat sowas von immer noch den Charme von 60ern dabei. Man kann, glaube ich, sogar am Ende der Straße, hinten im Berg, da siehst du sogar noch die alten Simcas herfahren. Es ist einfach super. Ja, also vier Filme hat der Mann runtergekurbelt in 3 Jahren. Anthony M. Dawson war eigentlich auch ein italienischer Vielfilmer. Die bekanntesten Sachen, die so den Trash-Film-Freunden in Erinnerung geblieben sind, sind sicherlich Piranhas 2, aber nicht der echte, sondern die Fälschung, Rache der Killerfische mit Lee Majors damals und Karen Black. Genau. Dann so Sachen wie Einer gegen das Imperium, 2 tolle Hunde in Hongkong, auch so eine Kopie von einem Bud Spencer und Terence Hill-Film. Und natürlich nicht zu vergessen, die von Erwin C. Dietrich produzierten geilen 80er-Jahre-Söldner-Filme mit Lewis Collins und Lee Van Cleef und Klaus Kinski, Geheimcode Wildgänse, Kommando Leopard und auch Der Commander. Da war er für verantwortlich. Und wir sagen danke für diese beiden wunderbaren, quietschbunten Weltraumfilme. Ja, das war einfach, das ist geil. Die Jungs wurden plötzlich vom Sog ergriffen und innerhalb von wenigen Sekunden waren sie weg. Wie viele? Unglaublich, die Asteroiden werden erfasst und verschwinden im Innern des Körpers. Orion 3000, Raumfahrt des Grauens. So, und Bewertung ganz kurz, Trashometer wieder eingeblendet. Jawohl. Machen wir jetzt immer so. Nichts fürs erste Date, ganz klar eine 5, weil ich würde sagen, die Lady ist schon eingeschlafen, bis der Film zu Ende ist. Ja, und da ist nichts mehr mit. Da gibt es kein Frauenverständnis für so einen Unsinn. Der Bierdeckelfaktor liegt bei, sagen wir mal, gut gemeinten 4 Punkten. Ja, man hätte auch fast eine 5, aber es passiert dann doch noch was. Allein, dass der Planet ein Gehirn ist, finde ich schon so eine tolle Idee, dass man ihm da einfach... Allein, dass Science Fiction sich mit italienischem Charme abwechselt. Ja, dann haben wir den Glutamat-Wert, der liegt leider bei 1, weil es da eigentlich relativ wenig Splatter-Szenen gibt. Das Sexorama liegt auch irgendwo zwischen 1 und 2. Wir haben jetzt mal eine 1 gegeben, weil es gibt Bikini-Schönheiten am Pool. Und dann gibt es mal die eine oder andere Dame in so einen hautengen, komischen Strampelanzug. Aber meistens sind diese unproportional, dass es dann auch schon wieder irgendwie... Ist auch irgendwie geil, ne? Weil wir können eine Bewertung abgeben. Wir reden über eigentlich einen Film, es sind aber 2, aber das ist so ähnlich. Wir bewerten jetzt erstmal Orion ein 3000 einfach so. Und ist ja auch egal. Und der Trash-Pegel liegt natürlich bei 5. Oh, ich glaube, da haben wir aber einen krassen Kandidaten. Ja, sind wir bei 16 Punkten, macht 3,2. Solide Leistung. Genau. Bevor wir jetzt zu unseren Quickies kommen, zu unseren Trashothek Quickies, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja. Es gibt ein neues Magazin, das nennt sich Dead Ends. Ja. Für alle diejenigen euch, die da nicht so, das heißt tote Enden. Ja, sozusagen. Und als gibt es bei uns nicht genug tote Enden in der Sendung, haben wir uns auch noch darin ausgebreitet. Und ab sofort gibt es nämlich in der Dead Ends alle 2 oder 3 Monate, wenn das Heft rauskommt, eine eigene Rubrik von der Trashothek. Und die nennt sich die Gruft des Grauens, wobei wir dort hauptsächlich Horrorfilme präsentieren. Ja. Weil es ist ja ein Horrormagazin. Ganz genau. So, und jetzt da kommen wir mit Orion 3000 nicht weit. Nee, deshalb, Also, Dead Ends kaufen und so weiter und so fort. Macht Spaß, ist ein schönes Magazin. So, und jetzt gibt's den Movie Quickie, nämlich Mörderspinnen mit William Shatner. Eine grauenvolle Invasion bedroht die Menschen. Eine Schreckensvision wird Wirklichkeit. Ich weiß, auf Colbys Ranch sieht es schlimm aus, aber behalt es für dich. Ja, und wie in jedem guten Tierhorrorstreifen sieht es auch bald noch viel schlimmer aus.
William Shatner bekommt es in diesem Film von John Bud Carlos als Tierarzt mit einer übermäßigen Anzahl von Spinnenangriffen auf die Bewohner eines beschaulichen amerikanischen Örtchens mitten im Nirgendwo zu tun. Allerdings bleibt es nicht bei den einzelnen Angriffen und so bricht bald eine Invasion über Verde Valley herein und sämtliche Protagonisten dieses Films kämpfen fortan um ihr Überleben. Apropos Überleben, für diesen Film nach dem Vorbild von Hitchcocks Tierhorror Die Vögel wurden 1977 über 5000 lebende Vogelspinnen eingesetzt, von denen einige die sehr realistischen Special Effects nicht überlebt haben dürften. In der heutigen Zeit wäre so etwas kaum denkbar. In den Hauptrollen William Shatner, Tiffany Bowling, Woody Strode und erstmalig Altovis Davis. Wer übrigens glaubt, William Shatner ist schon als Captain Kirk der totale Macho-Man gewesen, der hat ihn noch nicht in Mörderspinnen gesehen. Eigentlich hätte das bloße Testosteron des Akteurs hier reichen müssen, um sämtliche Spinnen in die Flucht zu schlagen. Wir kommen nie durch, die töten uns innerhalb von Sekunden! Wie dem auch sei, Koch Media startet mit diesem Exploitation-Klassiker die eigene Creature-Feature-Reihe, die in Kürze um Joe Dantes Piranhas erweitert wird. Dieser Film wird Sie in Ihre Träume verfolgen. Erspinnen. Wer wird Ihr nächstes Opfer sein? Danke, Thorsten, für diesen schönen Beitrag. Vielen Dank auch William Shatner, dass du echte Spinnen totgetreten hast. Aus! Ja, ja. Das Ding vergessen wir den nicht. Ja. So viel dazu. Ich würde sagen, ich schalte dann einfach nächstes Mal wieder ein, wenn ihr uns beiden Idioten bei YouTube in eurem kleinen Klickfenster seht. Bis dahin. Alles klar? Tschüss. Tschüss. Halt's Maul, du Angeber!